Wir sind Silvio und Lea. Nachdem wir in den letzten Wochen unseren Mercedes 209 ausgebaut haben, sind wir nun gemeinsam mit unserem Bali-Dog Selma unterwegs auf großer Europatour. In diesem Video zeigen wir euch unsere ersten Tage auf dem Weg Richtung Süden. Wir waren die erste Nacht auf einem belgischen Rastplatz. Wir sind gestern tatsächlich losgefahren, obwohl es erst nicht mehr danach aussah und wir schon eine Woche später losgefahren sind, als wir ursprünglich geplant hatten. Es ging mit einem Quietschen los, was nicht zuzuordnen war. Der Wagen war auch in der Werkstatt deswegen. Das ist auch immer noch da, obwohl jetzt der Keilriemen ausgewechselt wurde und eine neue Lichtmaschine eingebaut worden ist. Wir haben uns jetzt trotzdem dazu entschieden, loszufahren. Die Werkstatt hat uns auch das Go gegeben. Also es ist wahrscheinlich die Wasserpumpe, aber die funktioniert noch alles. Ja, genau. Und heute ist unser Ziel, mindestens bis nach Frankreich zu kommen. Ne, das schaffen wir auf jeden Fall. Ja, geil wäre natürlich schon irgendwie Richtung Spanien. Und unser erstes Ziel, wo wir wirklich übernachten wollen und einen schönen Stellplatz suchen werden, ist San Sebastian. Ja, ich denke mal, heute werden wir es nicht erreichen, aber vielleicht morgen, oder? Ich bin da optimistisch. Guten Morgen. Wir sind heute in Tours aufgewacht in Frankreich, etwa 3 Stunden südlich von Paris. Haben hier mega den schönen Stellplatz gefunden, direkt an der Kirche, wenn man hier im Hintergrund sieht. Mega der schöne Platz. Die Fahrt über die mautfreie Landstraße ist echt, abgesehen von den sehr, sehr vielen Kreisverkehren, super angenehm. Das einzige Problem ist, dass, wie man vielleicht sieht, es regnet und es sind so etwa 5 Grad, 5, 6 Grad. Ja, heute Nacht ging es runter bis auf 1 Grad, das war aber immer noch okay im Bus, also Amaflex macht seinen Job. Ja, wer kommt denn da vom Brötchen holen? Oh, ein Baguette! Ja, es gab... Wie klischeelastig. Es gab keine Brötchen. Okay. Nur so süße Sachen und Brot und dann dachte ich, hole ich ein Baguette. Das kommt am nächsten an einem Brötchen dran. Sehr gut. Dann mal auf zum Frühstück. Sind nicht wohl die Einzigen, die Hunger haben. Ja, und nach dem Frühstück fahren wir nun weiter Richtung Süden. Ziel für heute wäre San Sebastian, allerdings sind das fast 8 Stunden und ist noch nicht klar, ob wir Bock haben, so weit zu fahren. Eigentlich würden wir ganz gerne ein bisschen hier bleiben, aber das Wetter macht es nicht so freundlich. Guten Morgen. Guten Morgen. Ja, wir sind jetzt in Figo gelandet. Figo ist eine kleine Stadt, die ja bekannt ist für Surfen und Skaten. Ja, kurz vor der Grenze zu Portugal. Genau, wir haben jetzt doch einige Tage gebraucht, hier hinzufahren. Wir sind die meiste Zeit nicht über Mautstrecken gefahren, nur einmal, weil wir da tatsächlich sonst doppelt so lang unterwegs gewesen wären. Dann dachten wir, bei den Spritpreisen hätte sich das dann irgendwie nicht mehr gelohnt. Genau, wir sind die meiste Zeit einfach der Sonne hinterher, weil es nachts doch schon ziemlich kalt war. Mit der Sonne hat es noch nicht so gut geklappt, wie man hier im Hintergrund sieht. Ja, ist doch noch ziemlich grau. Ja. Gestern war es eigentlich schön, als wir angekommen sind, aber heute ist es doch etwas frisch. Aber auf jeden Fall wärmer als in Frankreich. Genau. Wir da war es nachts echt bis zu 1 Grad, ne? Ja. Jetzt machen wir unsere kleine Morning Routine und dann nehmen wir euch mal mit nach Figo. Ja. Ja, weil wir uns eigentlich die letzten Tage so gut wie gar nicht bewegt haben, weil wir ja die meiste Zeit im Bus saßen, werden wir jetzt mal mit einem kleinen Workout starten. Ja, wir haben Hanteln dabei und eine Yogamatte.
Und legen jetzt einfach mal los. So, ich habe auf jeden Fall schon früher aufgegeben als Silvio. Zu Hause hatten wir eigentlich eine ganz gute Routine und haben ja auf jeden Fall ein paar Mal die Woche morgens Sport gemacht. Jetzt müssen wir erstmal wieder so ein bisschen reinfinden nach den paar Tagen komplett ohne. Ja, und wenn man es vielleicht hinten auch sieht, es kommt schon ein bisschen blauer Himmel raus. Also vielleicht hat der Wetterbericht doch recht. Wir haben jetzt gefrühstückt und machen uns jetzt mal langsam auf den Weg. Es hat noch ein bisschen länger gedauert, weil Selma unter den Bus geklettert ist oder unter den Bus gekrabbelt ist und dann auf einmal komplett voller Dreck und Öl war. Dreck, Öl, alles was unter dem Motorraum so zu finden ist, ist jetzt an Selma. Ja, dann mussten wir sie nochmal duschen und sie hasst das total. Deshalb dauert das immer so eine Weile, bis wir damit fertig werden. Ja, wir fahren jetzt auf jeden Fall mal los in das kleine Örtchen. Wir sind hier gerade auf dem Weg noch an einem potenziellen Skatespot vorbeigefahren und da machen wir jetzt mal eben Halt. Und Silvio ist gerade schon dabei, seine Sachen rauszuholen und ja, dann schauen wir uns das mal an. Kannst du die Sachen nehmen? Ja. Schön, dass es die ganze Zeit schon so fisselt. Ja, ganz schön steif die erste Session nach 1600 Kilometern, die wir jetzt hingefahren sind. Aber gut, man macht das Beste draus, ne? Doch gegen die Stadt entschieden und für den Strand. Also eigentlich hat sich die Stadt gegen uns entschieden, weil wir sind drei oder vier Runden im Kreisverkehr gefahren, haben den Parkplatzeingang gesucht. Der wollte dann nicht. Ja. Ja, deswegen eine kurze Skate-Session und jetzt zum Strand. So, das war jetzt der Einstieg in unseren Trip. Die ersten Tage Vanlife im Winter. Ja, wir müssen uns auch erstmal noch irgendwie so ein bisschen einleben und so ganz an die neue Situation gewöhnen. Aber ja, trotz des recht bescheidenen Wetters ist es auf jeden Fall richtig cool und wir sind mega froh, endlich unterwegs sein zu können. Es hat sich ja doch erst ein bisschen hingezogen und wir waren dann doch unsicher, ob es tatsächlich klappt und deswegen sind wir jetzt einfach nur umso ja, glücklicher unterwegs zu sein und ja. Ja, im nächsten Video fahren wir dann nach Portugal und schauen mal, wie der Grenzübergang ist und ob man da, weiß nicht, kontrolliert wird, wurden wir nämlich bisher nicht. Gar nicht, ne? Ja.
Also, bis dahin. Ciao.